Yo Leute, willkommen zu einer Nerdcrate. Tim hier. Heute mal wieder ein kleines Filmreview und das dann auch auf dem Sonntag. Ja, heute tatsächlich mal keine Figur. Erstens war die Woche einiges los und zweitens war ich noch am Überlegen, was ich so ein bisschen mache. Und ich glaube, wenn es dann wieder soweit ist für ein richtiges Review, dann würde ich euch mal eine bisschen ältere Figur geben, die aber gerade so ein bisschen im Fokus stand. So Stichwort schlechtes Timing und so weiter. Und verrate ich es nicht? Ich mach's einfach mal. Mastermind Creations Carnifex. Das war mein erstes Review ever. Das hat auch noch nichts mit meinem Kanal oder so zu tun. Das war einfach nur Bildschirm, irgendein Hintergrundbild, Kamera irgendwie aufgestellt, davor gesetzt und ein bisschen über eine Figur gelabert. Könnt ihr jetzt tatsächlich noch sehen bei mir. Aber ich dachte mir, das machst du noch mal vernünftig. Außerdem passt das so schön. Entweder will oder hat Dan nämlich Generation Springer gemacht. Und das ist natürlich voll IDW Chuck. Passt wie die Faust aufs Auge. Deswegen denke ich, ist das eine gute Idee. Und den gibt's denn. Aber heute erstmal, wie das Thumbnail schon so schön zeigt, die Verurteilten, deutscher Titel, Originaltitel, The Shawshank Redemption, nach dem Buch von Stephen King. Schönes Digibook, wie es so aussieht bisher. Hab noch nicht reingeguckt. Habe ich jetzt schon ein paar Tage, habe ich extra so liegen lassen. Mache ich mit euch zusammen auf. So, dann aber zurück. Schönes Cover, leicht gezeichnet. Farben kommen gut durch. Wunderschön. Button vorne drauf, nicht auf dem Digibook, ganz wichtig. Und auf der Rückseite tatsächlich alles, was drinnen enthalten ist, raufgeprintet, finde ich jetzt aber auch nicht wild. Einmal die Geschichte grob runtergerissen, dann Audiokommentar mit Regisseur Frank Darabont, Making of Feature, Charlie Rose Show mit Tim Robbins, Morgan Freeman, Frank Darabont, Storyboards, Fotografien, 36-seitiger Buchteil, wo wir gleich reingucken, Inside Shawshank von Tobias Hoffmann. Rein da. Ganz wichtig, einer meiner Lieblingsfilme. Kleiner Fun Fact: Der Film war bei derselben Oscar-Aufstellung wie Forrest Gump und hat aufgrund von Forrest Gump nicht einen einzigen Oscar gekriegt. Ist das traurig oder ist das traurig? Ich finde das fucking traurig. Weg damit. Schön, vollkommen matt, herrlich, sieht absolut toll aus. Schön gedruckt, nicht zu fancy, der berühmte Baum vom Ende, Shawshank im Hintergrund, Red und Dufresne in der Front. Tipptopp. Mag ich total gerne. Oh, schön. Das sehe ich ja jetzt erst. So eine Details mag ich gerne. Brooks was here. Ganz toll. Inside Shawshank von Tobias Hohmann. Alles so ein bisschen auf alt aufgemacht. Das Prinzip Hoffnung. Frank Darabont hier. Ah, unterschriebene Kopie, die er offensichtlich hatte. Hat er hierfür mal eingescannt. Schick, wirklich schick. Samuel Norton, eigentlich super sympathisch hier, das Oberarschloch schlechthin. Meine Güte, habe ich den Kerl gefressen. Und der Kurgan selber aus Highlander. Clancy Brown aus Byron Hadley, großartig. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt, aber was soll's. Ganz toll. Charakterprofiles, richtig dicker Buchteil. Paar schöne Fotos mit drin vom Making of, Quellen. Also sowas lobe ich mir. Sowas lobe ich mir wirklich. Und da brauche ich auch nicht irgendwie sonst wie, aha, natürlich, musste ja sein. Brooks was here, so was Red. Und His Judgment cometh and that right soon. Mehr braucht man nicht. Absolut nicht. So ein Film. Schöne Edition. Enough said.